Bibliotheken sind verlässliche Partner in einer gelingenden Daseinsvorsorge. Mit dieser Aussage leitet der Wolgaster Bürgermeister Martin Schröter die feierliche Eröffnung der neuen Stadtbibliothek ein. Die Neueröffnung stellt für Schröter eine wichtige Maßnahme dar, trotz der fortschreitenden Digitalisierung. In keiner anderen Bildungs- oder Kultureinrichtung begegnen sich so viele Menschen aus allen Generationen und Milieus. Bibliotheken sind niedrigschwellig, sie sind konsumfrei und sie sind im besten Sinne öffentlich. Die Bibliothek wird neben einer reichen Auswahl an Belletristik und Sachbüchern auch digitale Angebote beinhalten. Nach über 18 Jahren in der Hufelandstraße erfolgt nun in der Chausseestraße 23 eine Neuauflage der mittlerweile bereits 70 Jahre alten Stadtbibliothek. Die Überlegung selbst, die Einrichtung umzusiedeln, kam dabei eigentlich recht spontan. Ihr wart auf darauf aufmerksam geworden, dass wir dieses Haus umbauen wollten und das eine andere Nutzung zuführen wollten. Und dann hat Martin Schröter gesagt, Mensch, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, hier in dem Haus eine Bibliothek zu eröffnen. Gesagt, getan. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Über 2 Etagen können die Besucherinnen und Besucher die Vorzüge der Bibliothek genießen und das auch noch barrierefrei. Das Gebäude wurde von innen rundum erneuert. Von neuer Deckenbeleuchtung über Maderarbeiten wurde an alles gedacht. Und ich finde, das Ergebnis ist tatsächlich schön geworden, weil dieses Gebäude ist 96 gebaut worden als Bankgebäude, als sehr großzügiges Bankgebäude, aber trotzdem immer schon mit dem Blick, dass hier Begegnungen möglich sein sollen. Vorerst wurde der Mietvertrag auf 10 Jahre datiert. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, mit dem Umzug in das neue Gebäude beginnt auch ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadtbibliothek Wolgast.